Ja, Beobachter Online in Erkner, 70. Spaziergang, 17. April 2023. Ich lade euch ein, hier mal mitzuschauen, wie dieser tatsächlich unangemeldete Spaziergang hier vonstatten geht. Kommt jeder einen Luftballon. Ach, wie cool. Ein Trompeter. Wir gucken gleich mal, was das für ein Denkmal ist da. Mal gerne sehen, was das da für ein Stein ist, vor dem der spielt. Der hat ja sicherlich so eine Bedeutung. Vielleicht kann ich ihn mal fragen. Ach, guck mal hier zur alten Poststraße. Mal sehen. Das war gut. Ich wollte mal schauen, was das für ein Gedenkstein hier ist. Wie bitte? Das ist die alte Poststraße. Ah, okay. Von Berlin nach Frankfurt-Oder. Ja. Da sind früher die Pferdekutschen mal angefahren. Okay, siehst du mal. Wisst ihr, ihr Lieben, noch ein bisschen Geschichte nehmen wir auch noch mit. Ja. Zur Not könnt ihr ja dann auf Pause drücken im Restream. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Erkner. Ich halte mal ein bisschen drauf. Hier steht Rathaus drauf. Europäische Flagge davor. Keine deutsche. Was ist denn hier los? Leute. So, ich gehe mal wieder auf die andere Straßenseite. Irgendwelche chinesischen Zeichen da oben. So. Zebra. Hier, Rathaus. Aber warum hängt denn da keine Landesflagge oder sowas? Sondern nur die europäische Flagge. Was soll denn bitte? Bürgermeister für den Frieden. Ah ja. So haben wir fast alle drauf. Echt schön hier. So, wen es interessiert? Sehenswürdigkeiten in Erkner. Also 144. Sieht mir gar nicht danach aus, aber finde ich klasse. Das hier ist alles live. In der Spitze waren 61 Menschen, die haben zugeschaut. Ist schon sehr gut. Ja, die waren dabei und auch positives Feedback im Chat. Also von daher finde ich das ganz schön. Habe auch so ein bisschen erzählt, dass es eben der 70. ist und
den wollte ich halt so ein bisschen mal positiv ablichten. Und, aha, ja. So toll. Dann, das macht ihr jeden Montag? Ja, jeden Montag. Also dieses Mal war es ein bisschen bunter, weil ja, wir haben den 70. Ja. Haben wir ein bisschen gefeiert. Aber und macht ihr immer so diese, ist denn diese Strecke hier oder, ja, oder habt ihr noch eine andere Strecke? Nee, wir laufen immer Hauptstraße. Okay. Habt ihr denn schon mal überlegt, da vielleicht mit so einem Bollerwagen und mal so ein bisschen Aufklärung, ein paar Informationen oder so? Aber da müsstet ihr das anmelden, ne? Naja, wir haben schon viele Schilder. Wir haben auch Banner bei. Ja. Heute war leider durch das Wetter nicht so viel. Aber sonst haben wir schon Banner und ganz viele Schilder und hier auch die Schilder. Ja. Und wie kommt ihr einfach so dazu sagen, nee, wir wollen das nicht anmelden, wir machen einfach mal einen Spaziergang? Wir haben unsere Leute gefragt und die meisten waren einfach dagegen. Okay. So. Gut. Ja, ist ja legitim. Entscheidung der Mehrheit und ist doch fair. Ja, basisdemokratisch, so wie sich das gehört. Genau. Nee, finde ich gut. Ja. So, vielen Dank. Nicht zu danken, gerne. So, guck mal, die haben also hier so eine Schilder dran geklebt. Also die verewigen sich hier am Rathaus. Kann man dann ja mal auf Pause machen. Ja, sind schon coole Ansagen. Auch aktuelle Themen. Ja, also das kleben die hier jeden Montag ans Rathaus. Hier, bitteschön. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, es war ein bisschen interessant. Das, was ich immer sage, kennt ihr ja schon, ne? Respekt auf Augenhöhe, im Dialog bleiben. Interessante Sache, 70. Spaziergang in Erkner. 144 Menschen, wie wir gehört haben, sind mitgelaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich, Schirm beiseite. Licht geht aus, Spot geht aus, der Beobachter geht offline. Vielen lieben Dank für euer Interesse.